Hallo und herzlich willkommen und frohe Weihnachten. Heute ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr könnt einen wunderbar ruhigen Tag verbringen und müsst jetzt nicht noch einkaufen fahren oder solche Sachen machen. Ihr müsst wahrscheinlich allerhöchstens noch was kochen. Und ich wollte diesen Tag nutzen und dieses Video nutzen, um einfach mal Danke zu sagen, um dankbar zu sein. Dankbarkeit ist ja was ganz, ganz doll Wichtiges und ich finde, wir nehmen uns immer sehr, sehr wenig Zeit dafür. Es wird ja oft empfohlen, dass man abends, bevor man ins Bett geht, nochmal so drei, vier Dinge aufzählt, für die man an diesem Tag dankbar war. Ich muss sagen, ich habe das ein paar Mal probiert und bei mir hat es einfach nicht geklappt. Ich bin abends wirklich so, ich lege mich ins Bett und ich falle tot um. Also ich schlafe auch sofort ein. Ich kann dann nicht mehr wirklich noch große Gedanken denken. Es wird ja auch empfohlen, man kann das auch in so einem, es gibt ja so Dankbarkeitstagebücher, finde ich super süß, aber auch da wird es empfohlen, natürlich am Ende des Tages zu machen. Ich habe sowas mal versucht mit so einem Fünf-Jahres-Tagebuch, also so einzutragen am Ende des Tages. Ich bin bei sowas nicht ausdauernd, sowas funktioniert bei mir nicht, aber die Idee finde ich schön. Bei mir müsste es, ich müsste es am Anfang des Tages machen, wofür ich mich am vorangegangenen Tag bedanke quasi. Aber ich bin jemand, ich kann sowas täglich nicht machen. Also, das muss dann irgendwie schon zur Routine werden, wie Zähne putzen oder Make-up auftragen oder so. Aber bis dahin habe ich es noch nie geschafft. Deswegen möchte ich heute mal den Tag nutzen, um dankbar zu sein. Und ich möchte euch erzählen, wofür ich dankbar bin. Als allererstes bin ich natürlich für euch dankbar und für alles, was wir hier auf meinem Kanal schon erreicht haben. Nächstes Jahr feiere ich fünfjähriges Jubiläum und wir werden das wirklich richtig zusammen feiern, kann ich euch schon sagen. Und es ist unglaublich, was in der Zeit passiert ist. Ich habe über 700 Videos produziert, manche eher schlechter, einige eher besser. Aber es hat immer oder meistens sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid eine tolle Community. Ich habe nur ganz, 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 ganz selten irgendwelche blöden Kommentare bekommen. Immer eher Aufbauendes oder am liebsten lese ich es natürlich, wenn ich euch mit meinen Videos ein bisschen helfen konnte oder euch aufbauen konnte. Deswegen erstmal danke an euch. Dann bin ich natürlich dankbar für meine Familie, für meinen wunderbaren Mann, den ich geheiratet habe, für meine wunderbaren Kinder. Dafür bin ich so unendlich dankbar und dass wir alle gesund sind. Also wir vier sind gesund, unsere Familie, da sind auch alle gesund und das ist so das Wichtigste. Ich hatte ja im Oktober, Ende Oktober, Anfang November eine sehr, sehr harte Zeit, auch körperlich. Und ich bin eben, wenn man wieder sowas erlebt, ist man noch viel dankbarer, wie gut es einem doch eigentlich geht. Ich meine, wir haben ein wunderschönes Haus mit einem tollen Garten. Es ist einfach alles perfekt und ich bin so dankbar dafür. Ich bin auch dankbar für unsere wundervollen Freunde. Wir mussten uns im Laufe des Jahres von Freunden verabschieden, einfach weil es nicht mehr zwischen uns gepasst hat. Aber ich finde, das ist okay. Das muss sein, irgendwann im Laufe des Jahres, des Lebens. Man entwickelt sich einfach in unterschiedliche Richtungen. Und ich bin dankbar für die Freunde, die da sind, die uns immer unterstützen, mit denen wir uns immer wieder regelmäßig treffen, wo die Kinder mit unseren Kindern spielen, wo ich immer wieder hingehen kann, wenn ich irgendein Problem habe mit den Kindern und man einfach Ratschläge austauscht. Und es ist einfach so wundervoll. Man kann in dieser Zeit abschalten. Und am liebsten sind mir die Treffen, wo wir danach mit Manu da sitzen und sagen, das war einfach toll. Das war nicht stressig, das war nicht laut, das war richtig erholsam. Deswegen an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an meine Freunde. Ich weiß, ein paar von euch gucken zu. Das ehrt mich auch so ein bisschen. Ich meine, ihr könntet mich auch so jeden Tag sehen und ihr guckt trotzdem noch meine Videos. Deswegen danke an dieser Stelle auch an euch. Ich bin außerdem dankbar für meine Fähigkeit, immer wieder aufzustehen. Also selbst wenn ich an Dingen gescheitert bin, an Projekten, an Jobs, an Dinge, die ich mir vorgenommen habe, stehe ich immer wieder auf und lerne auch was. Aus dem, an dem ich gescheitert bin, ziehe ich irgendwas Positives wieder für mich heraus. Dafür bin ich mir selbst auch dankbar. Und ich bin dankbar für neue Projekte, für neue Herausforderungen, für neue Ideen und für neue Chancen. Ich bin froh und glücklich darüber, dass uns heutzutage kaum noch Grenzen gesetzt werden, dass wir alles werden können, alles machen können, was wir wollen, wenn wir nur einfach anfangen. Das ist der erste Schritt, einfach anzufangen und die Ideen wahr werden lassen.
Und ich habe jetzt schon mit einigen Projekten angefangen. Das ist zum Beispiel der Podcast, den ihr hoffentlich alle schon fleißig hört. Aber im nächsten Jahr werden noch viele, viele, viele neue Projekte auf mich zukommen. Ich werde das erste Mal als Dozentin vor einer Klasse stehen. Ich werde als Referentin unterwegs sein. Ich werde ein Buch schreiben. Und das ist alles super spannend und motiviert mich jeden Tag früh morgens aufzustehen. Und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und zum Schluss möchte ich noch all denjenigen Menschen danken, die ich über YouTube kennenlernen durfte. Das sind zum Beispiel Kascha, das ist Emmy, das ist Paul, das ist Sören, das ist Melli, also all diejenigen, die ich auf irgendwelchen YouTube-Events kennengelernt habe oder wo man dann irgendwann mal angefangen hat, auch privat zu schreiben. Man hat einfach dasselbe Hobby und kann sich austauschen, die verstehen einen auch. Und es ist einfach wundervoll, dass ich diese Menschen über dieses Hobby und diese Plattform kennenlernen durfte. Also auch danke an euch. Und ja, damit war ich genug dankbar für einen Tag, oder? Eigentlich sollten wir es jeden Tag sein. Vielleicht versuche ich das demnächst auch mal wieder einzuführen. Ich bin in meinem Herzen immer dankbar, aber man muss es sich auch immer wieder in Erinnerung rufen. Und zum Schluss meine Frage: Wofür bist du dankbar? Schreib es mir gerne in die Kommentare und dann feier schön. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss!